Guten Tag, Sebastian. Es gibt ja noch etwas anderes. Das wollte ich Ihnen unbedingt persönlich mitteilen. Sie sind schwanger, Frau Hofmann. Herzlichen Glückwunsch. Machst du jetzt Stress, weil ich es gewagt habe, dich in aller Öffentlichkeit zu kritisieren? Warum fangen wir nicht einfach noch einmal von vorn an? Ich möchte dich zu einem Essen nach Königsbrunn einladen, Sebastian. Ach, Kitty, bereiten Sie doch bitte alle Verträge wie besprochen vor. Hoppla! Was machst du denn hier? Willst du mal sehen, wie richtige Arbeit aussieht? Sehe ich aus, als wenn ich zu dir möchte? Dann muss ich also nicht nach der Wahl der Waffen fragen. Ach, ich vergaß. Für solche Einsätze ist ja dein Sohn zuständig. Meine Familie und ich würden uns sehr freuen, wenn du meine Einladung annehmen würdest, Sebastian. Werd mal sehen. Habe ich das gerade richtig gehört? Der lädt dich ein? Was will denn die alte Meuchel von dir? Es ist ja kaum zu glauben, wie schnell die Kleine wächst. Ich warte immer noch auf den Strampler, der mitwächst. Johannes hat übrigens mit Nathalies Arzt telefoniert. Wie geht's ihr? Ich wollte sie schon lange mal besuchen. Oh, sie macht Fortschritte. Es kann durchaus sein, dass sie in ein paar Wochen entlassen wird. Das freut mich. Johannes und ich, wir sind der Meinung, dass wir sie in ihrer Anfangszeit unterstützen sollten. Das ist ja damals nicht so glücklich gelaufen. Oh. Hast du dich beruhigt? Wo warst du denn? Bei Sebastian. Und? Hast du ihm gesagt, dass er sich nicht von Adrian manipulieren lassen soll? Ich habe ihn für heute Abend zu einem Essen nach Königsbrunn eingeladen. Ach, woher war der plötzliche Sinneswandel? Ich lasse mir von meiner Tochter ungern sagen, dass ich nicht auf sie höre. Du lässt dir von deiner eigenen Tochter was sagen. Fraglich ist nur, ob er die Einladung auch annehmen wird. Was spricht dagegen? Möglicherweise wird Degenhardt versuchen, ihn davon abzuhalten. Aber natürlich gehst du dahin. So eine Einladung kannst du doch nicht ausschlagen. Was ist das? Die Verträge für die Übernahme der Firma Gräuber. Ich bin alles durchgegangen. Es gibt keine Haken. Du kannst unterschreiben. Gute Arbeit. Hätte Ludwig auch nicht besser hinbekommen. Hat sich nie viel aus Wirtschaft gemacht. Das war nach dem Bruch mit der Familie. Davor war ja Johannes als Geschäftsmann weit überlegen. Ich habe mir Johannes immer eiskalt und berechnend vorgestellt. Also klar, er hat sich nie um euch gekümmert. Weil Vater sich für meine Mutter entschieden hat. Dienstmädchen. Das hat er nie verstanden. Johannes misst eben gern mit zweierlei Maß. Flachlegen ja. Heiraten, nein. Ach, der scheinheilige Sack war doch froh, dass es so gelaufen ist. Großvater hat meinen Vater enterbt und Johannes hat sich die Milliarden unter den Nagel gerissen. Wirst du die Einladung annehmen? Johannes hat sich nie bei meinem Vater oder uns gemeldet. Aber vorhin hatte ich für einen Moment das Gefühl, vielleicht ist er doch ganz okay. Er kann auch sympathisch sein. Ich hatte den Eindruck, der Eklat auf der Charity hat ihn nicht kalt gelassen. Johannes wäre nie mein Freund gewesen, wenn er nicht auch seine menschlichen Seiten hätte. Wenn ich hingehe, dann kommt mir das so vor, als würde ich dir und Vater in den Rücken fallen. Vergiss bei der Geschichte einfach mal mein Verhältnis zu Johannes. Der Bruch zwischen deinem Vater und Johannes nagt immer noch an dir. Also geh hin und mach dir selbst ein eigenes Bild von Johannes. Ich bin sicher, dein Vater hätte es so gewollt. Und, wie geht's bei dir weiter? Sarah will sich von Gregor trennen. Was? Das heißt, sie hat sich für dich entschieden. Und was ist mit Jana?
Coco ist gerade schlecht. Ich warte auf eine wichtige Neuigkeit. Schwanger? Das ist unglaublich. Wie konnte das passieren? Das muss ich jetzt nicht wirklich erklären, oder? Naja, aber du hast doch immer die Pille genommen, dachte ich. Und was ist mit meiner Magenverstimmung? Sie schon vergessen? Sag mal, Sarah, freust du dich gar nicht? Entschuldigen Sie, ein Notfall. Und? Haben Sie sich schon mit der Neuigkeit angefreundet? Ja, das kommt jetzt alles ein bisschen plötzlicher. Ich dachte ja vielleicht, dass ich krank bin oder sowas. Jetzt erwarten wir ein Kind. Wenn du trotz Pille schwanger geworden bist, dann soll das eben so sein. Es soll eben nicht sein, dass Sarah und ich zusammenkommen. Sarah sieht das anders. Sie hat eine Entscheidung gefällt. Das solltest du auch tun, Leona. Das bist du Jana schuldig. Für Jana bricht eine Welt zusammen, wenn ich sie wegen Sarah verlasse. Leonard und ich, wir brauchen was, was uns verbindet. Was nur uns gehört. Mist. Coco, ich komm doch mit. Ich brauche ein bisschen Ablenkung. Sebastian? Kennen wir uns? Von dem Spendengedöns auf Königsbrunn. Konstantin von Lahnstein. Konstantin? Dann bist du mein jüngster Cousin, richtig? Ja, das Nesthäkchen sozusagen. Dein Auftritt auf der Charity war ja steil. Um mir das zu sagen, fasst du mich auf der Straße ab? Carla hat's immerhin bis in mein Hotel geschafft. Liegt dir wirklich was an uns? Oder machst du nur den Punk? Naja, kommt drauf an. Hat Adrian dir auch den Text über den Ekel-Johannes reingedrückt? Warum willst du das wissen? Weil er das mit jedem macht, der ihm gegen Johannes nützlich sein kann. Mit jedem? Mich hat er nach Strich und Faden verarscht, Ansgars Frau und bei Leonard hat er es auch schon versucht. Tja, entweder ist Adrian so clever oder ihr seid so blöd. Meinetwegen hatte Johannes einen Herzinfarkt, er wäre fast gestorben. Als er mich nicht mehr brauchte, hat er mir gesagt, was ich für ein Idiot bin. Mit dir wird er es genauso machen. Wieso erzählst du mir das alles? Hat Johannes dich geschickt? Ich wollte dir nur erklären, wie ich damals da reingerutscht bin, ohne es zu merken. Ich war damals auf der Suche nach meinem Vater. Du warst auf der Suche nach Johannes? Nein, nach meinem Vater. Na, Johannes ist doch dein Vater. Du weißt es überhaupt nicht. Was? Johannes ist nicht mein Vater, sondern Adrian. Ich muss das alles sofort Christian erzählen. Bitte nicht. Am liebsten würde ich meinen gesamten Adressspeicher runtertelefonieren, Sarah. Aber in den ersten 3 Monaten kann ich das Kind doch noch ganz leicht verlieren. Ich darf es nicht mal Christian sagen? Dann musst du mich foltern und in den hintersten Kerker sperren. Wir werden Eltern. Sag mal, macht dir das eigentlich überhaupt keine Angst? Ich meine, ein Kind, das war doch bei uns überhaupt nie geplant. Soll ich dir was verraten? Ich wollte schon immer Kinder. Es hat mir nur immer die richtige Frau gefehlt. Jetzt hast du sie. Hm? Außerdem kann ich mir nichts Schöneres vorstellen, als mit dir zusammen meine kleine Familie zu gründen. Und so ist es mir viel lieber, als Viana und Leonard auf Teufel komm raus dran zu arbeiten. Was ist? Hast du Angst, dass es wegen des Studiums Probleme gibt? Das kriegen wir hin. Du bist bestimmt ein ganz toller Papa. Aber? Geht es darum, was du mir sagen wolltest, bevor wir zum Arzt sind? Das hat sich erledigt. Nein, Sarah. Ich kenne dich. Das war dir wichtig. Ich wollte weg. Auslandssemester. Eine Frau, das unbekannte Wesen. Ja. Aber jetzt mit der Schwangerschaft. Das ändert einfach alles.
Wenn dir das wichtig ist, dann mach es, bevor das Kind kommt. Wir schaffen das alles. Ich bleib bei dir. Nur, schmeckt's. Bravo, Olli, wenn das die Chefin sieht, gibt's Ärger. Was geht's dich an, Spaghetti? Was willst du denn, du Nudel aus dem Meppen? Entschuldigung. Wenn du dich endlich bei Charlie entschuldigen würdest, müsstest du hier nicht betteln. Lieber futtere ich Gammelfleisch, bis der Arzt kommt. Okay. Keine Entschuldigung, kein Essen. Viel Spaß mit dem Arzt. Ey, Mann, das ist Erpressung. Ich übernehme das. Danke. Oh, bitte. Gern geschehen. Sie haben mein letztes Geschäft versaut. Die Essenseinladung ist ja wohl das Mindeste, was Sie für mich tun können. Geschäft? Ja, wenn Leonard wüsste, dass ich im Stall beim Poppen mit Sarah erwischt habe, dann würde er sich mein Schweigen schon was kosten lassen. Überhaupt können Sie viel, beweisen nicht mehr. Tja, dumm gelaufen, sagte die Blondine im Turnanzug. Leonard wird auch ohne mein Handyfilmchen Panik kriegen. Wetten? Wenn Ihnen irgendwas an Ihrem Wohlergehen liegt, dann vergessen Sie ganz schnell, was Sie gesehen haben. Wollen Sie mir drohen? Wenn Sie mich zum Feind haben, haben Sie keine ruhige Minute mehr. Das können Sie mir glauben. Wie putzig. Sie werden ja ganz nervös. Kann ich mich gleich dran gewöhnen. Ich habe lange nachgedacht. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, was ich tun muss. Ich bleibe bei Jana. Auch wenn du dich von Gregor trennst. Ich habe mich nicht von Gregor getrennt. Ich gehöre zu ihm. Auch wenn es eine ganze Weile gedauert hat, bis ich das kapiert habe. Du hast das Richtige getan. Ich weiß. Ich wünsche dir alles Gute. Dein Sohn hat mich vorhin auf der Straße abgepasst. Und was wollte mein Sohn? Konstantin hat mir merkwürdige Dinge erzählt. Konstantin ist merkwürdig. Stimmt es, dass du ihn gegen Johannes aufgehetzt hast? Glaubst du, ich würde dafür Kinder einsetzen? Aber er ist dein Sohn. Mir gar nicht gesagt. Ich gehe damit auch ungern hausieren. Konstantin ist das Ergebnis meiner Liebe zu Francesca. Als ich erfahren habe, dass er mein Sohn ist, habe ich mich natürlich gefreut. Wir kamen auch ganz gut klar, aber das hat natürlich Johannes nicht gefallen und so hat er ihm eine Menge Mist über mich erzählt und da musste ich die Notbremse ziehen. Die Notbremse ist das, was Konstantin Lügen nennt?
Ich habe ihm erzählt, was ich über Johannes weiß. Keine schönen Geschichten, aber die Wahrheit. Johannes hat natürlich alles geleugnet. Und Konstantin hat ihm geglaubt. Ich habe meinen Sohn gefunden und kurz darauf wieder verloren. Hey, musst du nicht arbeiten? Doch, doch, ich bin auch gerade auf dem Weg. Und du? Coco hat mich eingeladen in den neuen Club, in den sie auflegt. Hey, ist alles klar? Ja, ich bin einfach nur etwas müde. Da wüsste ich vielleicht was. Hör zu, Jana, ich bin wirklich schon spät dran. Ich nehme es Konstantin nicht mehr übel, dass er Johannes glaubt. Warum hasst dich Johannes so? Auch an? Was hat er gegen dich? Er kommt nicht damit klar, dass Francesca und ich uns geliebt haben. Tante Francesca ist bis zu ihrem Tod bei Johannes geblieben. Und du glaubst, das hat sie freiwillig gemacht? Ich war zwar damals noch recht klein, aber für mich waren sie wie ein ganz normales Ehepaar. Wenn es normal ist, dass man die eigene Ehefrau erpresst, dann gebe ich dir recht. Womit denn? Mir kam sie nie vor wie eine Frau, die sich plattbügeln lässt. An ihr italienisches Temperament kann ich mich gut erinnern. Ihr italienisches Temperament. Vergeudet an diese Trauerweide. Als Francesca Johannes für mich verlassen wollte, hat er ihr gedroht, die Kinder wegzunehmen, und zwar für immer. Ach du Scheiße. Sie war verzweifelt. Die Kinder bedeuteten ja alles. Ihm dagegen nichts. Deswegen hat er Konstantin nach ihrem Tod nach Italien abgeschoben, weil er eben keinen Bastard großziehen wollte. So ein Arschloch. Kannst du dir vorstellen, wie sich Francesca gefühlt hat, als sie den Kontakt zu mir abbrechen musste? Das war der beschissenste Tag in meinem Leben. Aber ich konnte es nicht verantworten, dass sie sich meinetwegen unglücklich macht. Das ist noch viel heftiger, als ich gedacht habe. Ich wollte dir das eigentlich ersparen. Zumal du ein Recht darauf hast, dich auf dem Schloss bei deiner Familie aufzuhalten. Inga, ich denke, Sie können dieses Gedeck entfernen. Gerne. Vielleicht kommt er ja doch noch. Vielleicht ist ihm aber auch einfach nur was dazwischen gekommen. Sebastian von Lahnstein. Danke, Justus. Sebastian. Darf ich dich im Kreis unserer Familie willkommen heißen? Entschuldigt die Verspätung. Ich musste noch etwas klären. Das ist schon in Ordnung. Hauptsache, Sie sind überhaupt gekommen. Du hast noch nichts verpasst. Darf ich dir deine Großcousine vorstellen? Sophia. Du bist also Sophia. Guck mal, es ist lieber auf den ersten Blick. Wusste gar nicht, dass Babys in dem Alter schon so klar sehen können. Sie ist etwas Besonderes. Wie ihre Mutter. Nimm doch bitte Platz. Miriam, in einen Pina Colada kommt kein Kirschsaft. Sieht aber schöner aus. Geh in die Couch-Ecke. Ich verstehe nicht, was du von diesem Haifisch willst. Degen hat es nicht sauber. Kannst du mal aufhören, hier ständig auf großen Bruder zu machen? Ich komme auch alleine klar. Bis zum nächsten Desaster. Zwei Pina Colada nach Art des Hauses. Danke. Freut mich, dass bei dir und Coco wieder läuft. Hi. Ist Coco schon fertig? Ach, sie probiert oben noch Klamotten. Weißt du, er kann sich nur noch um Stunden handeln. Gut, dann warte ich. Machst du mir einen Orangensaft? Klar. Du schaffst einfach jeden gegen dich aufzubringen, der dich mag. Ich verstehe dich einfach nicht. Ich schaff's doch jeden aufzubringen, der mich nicht mag.
Außerdem bin ich da nur so reingerutscht. Eigentlich bist du klein und rein. Die Nummer habe ich dir schon nicht abgekauft, dass du mit 4 im Sandkasten für Unruhe gesorgt hast. Ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe, okay? Wenn du es genau wissen willst, ja. Die WG fehlt mir. Und Charlie auch. Warum dann keine Entschuldigung? Weil dir das niemand glauben würde. Du bist auf diesem Planeten der einzige Mensch, der sich noch mit dir abgibt. Weil für dich das Wort Reue nicht existiert. Dein Leben hört sich ja echt spannend an. Ja. Die Spannung an der Arbeit mit wirtschaftsjuristischen Texten ist auch kaum zu überbieten. Aber dass du schon als Kind Anwalt werden wolltest? Das ist doch öde, oder nicht? Und das dann auch durchgezogen hast? Nach Vaters Tod gab es für mich nur einen Gedanken. Gerechtigkeit. Wo haben Sie denn studiert? Harvard. Die ersten Jahre als Anwalt habe ich dann in Boston gearbeitet. In Boston? Da war ich auch. Ich wäre am liebsten gar nicht mehr weggegangen. Echt? Ich fand's total beschissen. Ist doch eine super Stadt. Ja, ich hatte eine Freundin hier. Das ist ein Argument. Hattest du für Harvard ein Stipendium? Adrian hat mir das komplette Studium finanziert. Dann bist du ihm sicher zu großen Dank verpflichtet. Ah. Im Gegensatz zu manch anderem tut er ausnahmsweise auch mal was, ohne sich einen Vorteil davon zu versprechen. Sebastian, ich habe dir eine ganz normale Frage gestellt und wollte dir in keinster Weise zu nahe treten. Hör doch auf. Möchten Sie noch einen Schluck von dem ausgezeichneten Merlot? Stimmt es, dass ihr beide dieselbe Frau geliebt habt? Ja. Dann stimmt es auch, dass du Francesca angedroht hast, ihr die Kinder wegzunehmen, falls sie dich verlässt. Ist doch wieder eine von denen, Herz. Verleumdung. Ich hab ihm gesagt, der Typ erzählt nur Müll. Wie naiv seid ihr eigentlich? Er ist derjenige, der sich immer alles nimmt, was er will. Es reicht. Du bist bloß die Wahrheit nicht hören. Ich habe dich nicht eingeladen, um mich von dir beleidigen zu lassen. Du verlässt auf der Stelle mein Schloss. Dein Schloss? Ich habe mehr Rechte, hier zu sein als du. Ja. Guten Abend, mein Sohn. Und ich dachte, Sie hätten endlich kapiert, dass Sie mich in Ruhe lassen sollen. Wie dumm von mir. Olivia Schneider weiß, dass Sie mein Sohn sind. Was? Wir dachten, die blufft nur. Leider nein. Und nicht nur das, sie hat sie zusammen mit Sarah im Stall gesehen. Sie kennen meine Meinung. Nehmen Sie Sarah, das löst all Ihre Probleme auf einen Schlag. Also Ihre Meinung interessiert mich dabei am allerwenigsten. Ja, ich weiß. Ich verspreche Ihnen trotzdem, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um Olivia Schneider zum Schweigen zu bringen. Was du mit Andi und Ansgar abgezogen hast, das war so der Hammer. Ich hätte für Andi alles aufgegeben. Das hat man ja gesehen. Zum Glück hatte Andi keinen Bock mehr auf dich. Mädels. Ich komme auch alleine klar. Wo wärst du denn, wenn du dich nicht nach oben gepoppt hättest? Das sagt die Richtige. Bei mir hatten die Jungs wenigstens ihren Spaß. Was man bei dir nicht behaupten kann. Was soll das denn jetzt heißen? Naja, wenn es bei dir und Leonard in der Kiste rundlaufen würde, dann müsste er es nicht Sarah besorgen. In einem Pferdestall.